In dem bekannten Hadith wird überliefert, dass ein Mann sagte zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, Ma sha Allahu wa shi'ta. Das, was Allah will und was du willst, wird geschehen und wird sein. Hat der Mensch einen Willen oder nicht? Der Mensch hat einen Willen. Allah Ta'ala sagt, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Und ihr könnt nicht wollen, außer wenn Allah will. Also ihr habt auch einen Willen. Theoretisch ist die Aussage des Mannes hier, der das gesagt hat, nicht ganz falsch. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat einen Willen. Und Allah Ta'ala hat einen Willen. Aber er hat hier gesagt, مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ. Dieses Wow deutet auf Gemeinsamkeit hin. Und das Wow deutet darauf hin, dass sie auf gleicher Ebene sind. Also der Willen Allahs und der Willen seines Gesandten sind auf gleicher Ebene. Das hat er nicht gemeint, aber er hat das falsche Wort benutzt. Und daher sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, أَجَعَلْتَنِي لِلَّهِ نِدَّ. Hast du mich zu einem Partner neben Allah genommen, zu einem Scharik, zu einem Teilhaber neben Allah gemacht? Dann sagte er, قُلُ oder قُل. Dann hat er seine Aussage korrigiert. Wie soll er sie aussprechen? Sag, قُل مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتْ. Er hat nur ein Wort ausgetauscht. Das Wow durch das Thumma ausgetauscht. Sag, was Allah will und danach, was du willst. Das Thumma deutet nämlich darauf hin, dass der Wille des Propheten sallallahu alaihi wasallam unterhalb des Willens Allahs ist. Ja.